Meine Damen und Herren, und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. Normalerweise senden wir an dieser Stelle Gespräche mit Forscherinnen und Forschern aus Hamburg. Anlässlich der kommenden Bundestagswahl am 26.09. veröffentlichen wir in den kommenden Wochen allerdings 6 Sonderfolgen, in denen wir mit Hamburger Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag sprechen wollen. Die 2020er Jahre sind von entscheidende Bedeutung dafür, ob wir den Klimawandel auf ein halbwegs akzeptables Maß reduzieren können oder uns auf eine sehr stark veränderte Umwelt einstellen müssen. Und in diesem Sinne ist die kommende Bundestagswahl ebenfalls eine kritische Entscheidung innerhalb Deutschlands. Dass sich unser Umgang mit der Umwelt dringend ändern muss, steht außer Frage. Aus diesem Grund sprechen wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus Hamburg über Themen des nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens in Deutschland und der Welt. Wie in den vorherigen Aufnahmen haben wir im Vorfeld von unserer heutigen Aufnahme und denen, die noch kommen, unsere Kolleginnen und Kollegen aus vielen verschiedenen Fachbereichen gefragt, welche Herausforderungen in ihren Augen besonders wichtig sind. Die uns zugesandten Fragen und Hintergrundinformationen haben wir zusammengefasst und verwenden sie für dieses Gespräch. Unsere Einladung zum Gespräch heute sind freundlicherweise Franziska Hoppermann von der CDU und Aydan Özus von der SPD gefolgt. Beide treten für den Wahlkreis 22 Hamburg-Wandsbek an. Guten Abend, Frau Hoppermann, und guten Abend, Frau Özus. Und vielen Dank. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Und bevor wir mit den thematischen Schwerpunkten beginnen, würde ich Ihnen gern die Gelegenheit geben, sich in ein paar Sätzen kurz vorzustellen. Mögen Sie vielleicht beginnen, Frau Hoppermann? Das mache ich sehr gerne. Zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ein total spannendes Gesprächsformat, finde ich. Und so viele Podcasts haben wir sonst normalerweise auch im Wahlkampf nicht. Insofern ist es was Besonderes. Ich bin Franziska Hoppermann. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin geboren in Wandsbek und hier auch aufgewachsen. Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Wir leben in den Walddörfern. Ich habe jetzt 20 Jahre Kommunalpolitik in Wandsbek gemacht, war sehr lange in der Bezirksversammlung, zuletzt auch als Fraktionsvorsitzende. Und deswegen kenne ich mich in Wandsbek tatsächlich sehr gut aus und die verschiedenen Herausforderungen, insbesondere auch des Wahlkreises, und finde, dass Kommunalpolitik sozusagen der Urschlamm der Politik ist, von dem aus man sehr viele Themen, die dann heruntergebrochen sehr konkret werden, wie wir sie sozusagen übergeordnet diskutieren, zur Auswirkung kommen, ob es sozusagen Blühinseln für Bienen sind oder Verkehrspolitik. Genau da sieht man dann die Auswirkungen, über die wir an anderer Stelle diskutieren. Und das ist für mich die Herausforderung, die ich gerne mitnehmen möchte, und die Erfahrung in die Bundespolitik nach Berlin. Beruflich bin ich von der Ausbildung her Diplomkauffrau, arbeite seit 2009 als Beamtin für die Stadt und bin jetzt Amtsleiterin in einer großen Behörde und für Justiz und Verbraucherschutz. Und deshalb bringe ich auch ziemlich viel Verwaltungserfahrung mit und glaube, das kann man da auch ganz gut brauchen. Vielen Dank. Frau Özus. Ja, ich bin Aydan Özus. Ich freue mich auch auf den heutigen Abend. Danke für die Einladung. Ich bin in Hamburg geboren und habe eine Tochter und wohne in Oldenfelde. Das gehört zu Rahlstedt, im Bezirk Wandsbek natürlich. Und ja, ich bin nun schon etwas länger im Bundestag tatsächlich, seit 2009. Vorher war ich in der Hamburgischen Bürgerschaft. Und davor, ich bin gar nicht über die Partei in die Politik gekommen, sondern als Quereinsteigerin. Davor war ich bei der Hamburger Körperstiftung und habe viele Projekte leiten dürfen. Und ja, jetzt bin ich aber seit einigen Jahren doch im Bundestag, durfte 4,5 Jahre lang im Kanzleramt Staatsministerin sein für Migration, Integration und Flüchtlinge. Und das war eine durchaus schwierige Zeit, weil wir ja doch sehr viele Geflüchtete hatten, die nach Deutschland gekommen sind. Und wie wir alle wissen, die Gesellschaft da sehr unterschiedlich reagiert hat. Ich war damals sehr, sehr froh, dass es so viel Solidarität gab. Aber vielleicht ähnlich wie viele andere Themen, die wir sicherlich heute Abend noch besprechen werden, ist das eins, was noch nicht so richtig gelöst ist, wo man viel drum kämpfen muss, jahrelang, jahrzehntelang, um wirklich mal ein paar Schritte weiterzukommen. Und
es hat auch mit allem zu tun, was wir in der politischen Ebene bewegen. Übrigens auch eben natürlich mit Klimawandel. Da sind sogar Ursachen von Flucht drin und auch die Art, wie wir leben. Also ich bin ganz gespannt. Ich trete natürlich auch wieder an für meinen Wahlkreis. Ich sage mal so am Rande, es könnte sogar passieren, dass Frau Hoppermann und ich beide in den Bundestag kommen. Das haben wir auch schon mal festgestellt unter gewissen Konstellationen. Und wir wären zwei Frauen, was in der augenblicklichen Lage sogar ein echtes Plus wäre, weil nämlich im Deutschen Bundestag der Frauenanteil immer niedriger wird. Also da sind wir deshalb in einer besonderen Situation sogar. Dann auch Ihnen vielen Dank. Und Sie haben es auch schon richtig gesagt, auf einige von den Themen kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Julian, machst du weiter? Ja, ich kann mich einmal kurz in einem Satz vielleicht vorstellen. Ich bin Julian Karkarot, ich bin aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und beschäftige mich aktuell in der Forschung immer mit den Themen Blockchain, Logistik und dem europäischen Emissionshandel. Genau, und dann würde ich die Runde abschließen. Mein Name ist Thomas Gebken. Ich komme von meiner Ausbildung her aus dem Bereich Maschinenbau und habe anschließend im Bereich der erneuerbaren Energietechnik im Gebäudesektor geforscht, insbesondere zur nachhaltigen Versorgung von Städten. Und heute wollen wir gemeinsam über die Themenbereiche nachhaltiges Wirtschaften und internationale Zusammenarbeit sprechen und werden jeweils einen kurzen Einstieg in das Thema geben und Ihnen dann anschließend die Möglichkeit, sich dazu zu äußern und auch miteinander und mit uns darüber zu sprechen. Und damit würde ich das Wort an dich übergeben, Julian. Alles klar, vielen Dank. Wir haben uns natürlich im Vorfeld so ein bisschen damit beschäftigt, was können wir so in diese Richtung nachhaltige Entwicklung fragen und was wurde auch in den letzten 4 Jahren da gemacht und auch vor allem, was wurde natürlich von der Großen Koalition in den letzten 4 Jahren gemacht. Und eins der wichtigen Themen, finden wir zumindest wichtiges Thema, ist das Lieferkettengesetz. Und wie wir auch, ich sag mal, die nachhaltige Entwicklung auch in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union fördern können. Und das Lieferkettengesetz, wie es jetzt beschlossen wurde, wird ja 2023 nach unserem Wissen erstmals eintreten für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern und ich glaube dann ein Jahr später für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern, also ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Da das sowohl das Wirtschaftsministerium als auch das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unionsgeführt ist, würde ich einfach mal mit Ihnen, Frau Hoppermann, anfangen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigen Punkte, wenn es um das Lieferkettengesetz geht? Also was sind die Aspekte, die Ihnen besonders wichtig sind, sowohl bei dem Gesetz als auch, wenn wir darüber reden, wie wir als Europäische Union die nachhaltige Entwicklung in anderen Ländern fördern können? Also zunächst muss ich mal sagen, dass ich mich persönlich auch sehr freue, dass das Gesetz beschlossen werden konnte. Es war ein großer Leitantrag bei uns in der Frauenunion tatsächlich beim letzten Bundesdelegiertentag. Wir haben das massiv mit gefordert und versucht voranzutreiben. Warum gerade die Frauenunion, kann man sich fragen. Das liegt tatsächlich in der Frage der Produktionsbedingungen vor Ort bei sämtlichen Sektoren, aus denen wir etwas importieren. Und das betrifft häufig leider in prekären Situationen Frauen und Kinder. Also jeder erinnert sich noch an die eingestürzte Textilfabrik. Also all diese Dinge mit der Frage, wo kommen eigentlich unsere Produkte her? Wie ist die Nachhaltigkeit in der gesamten Liefer- und Produktionskette? Hat was mit Umweltfaktoren zu tun, aber vor allem auch was mit fairen und gerechten Bezahlungsbedingungen in den produzierenden Ländern. Und wie gesagt, da es hauptsächlich auch an der Stelle um Frauen und Kinder geht, war es uns und auch mir ein ganz großes Anliegen, dieses weiter voranzutreiben. Sie haben gesagt, 2023 ist noch ein langer Zeitraum, um sich darauf vorzubereiten. Das ist für ein solches Gesetz mit so weitreichenden Auswirkungen für die Unternehmen tatsächlich kein langer Zeitraum, sondern aus meiner Sicht auch ziemlich schnell. Das mag man trotzdem kritisieren. Aber für solche Gesetze ist das ein sehr kurzer Zeitraum und auch daran, da sofort den nächsten Schritt zu tun. Auch, es war ein langer Aushandlungsprozess auch mit der Wirtschaft. Also wir kommen jetzt da auch ein bisschen rum, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Bei den Unternehmen stößt das auf sehr viel Kritik. Da wird uns auch sehr viel, gerade auch als Union, entgegengehalten. Warum macht ihr das? Das ist für uns ein ganz großer Nachteil, so als deutsche Unternehmen. Und ich finde aber, wir müssen da mit Verantwortung vorangehen. Ne? Also
ich finde, das ist trotzdem ein guter Schritt. Da kann man im nächsten Schritt, wenn man sich angeguckt hat, wie es wirkt, auch immer noch mehr machen. Aber so Dinge, die gerade auch das Ministerium von Herrn Müller, der CSU, vorangebracht haben, da gehört ja auch zum Beispiel der grüne Knopf dazu, sind tatsächlich Dinge, die ich richtig und wichtig finde, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und der fairen Bezahlung. Danke, Frau Özus. Wollen Sie da was ergänzen? Was ist Ihnen besonders wichtig bei dem Gesetz? Naja, ich möchte schon noch mal deutlich machen, dass die Union dieses Gesetz nicht wollte. Also das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Da haben Herr Müller und Herr Heil extrem gekämpft, was auch eine sehr ungewöhnliche Allianz ist. Also ist ja kein Geheimnis, nicht? Aber die beiden haben wirklich da mal Hand in Hand und gemeinsam gekämpft und lange gekämpft. Und der Wirtschaftsminister Altmaier wollte das auf Biegen und Brechen nicht. Und wir müssen ja schon sagen, als drittgrößter Importeur und Exporteur der Welt und in dieser Lage, in der wir als Deutschland sind, haben wir feststellen müssen, dass nur, ich glaube, ungefähr ein Fünftel der bei uns ansässigen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten überhaupt bereit waren, hier diese Standards wirklich mal einzusetzen. Und ich bin ja auch Mitglied im Menschenrechtsausschuss, wir haben das immer wieder rauf und runter diskutiert, dass das wirklich nicht sein kann. Wir hatten diese furchtbaren Dinge, die Frau Hoppermann auch schon erwähnt hat, aber das ist ja nur das, was wir dann mal sehen. Also in Wahrheit passiert ja jeden Tag etwas und jeden Tag haben manche Menschen ihre Hände in diesen Chemikalien drin oder eben arbeiten unter widrigsten Bedingungen und das hat eben mit den Unternehmen bei uns zu tun. Nun ist das tatsächlich kompliziert, also ich habe mich auch mit verschiedenen Unternehmerinnen und Unternehmern dazu unterhalten, da war durchaus eine gewisse, sagen wir es mal freundlich, so Vorsicht da oder Zurückhaltung, nicht? So die ganz große Begeisterung ist da nicht ausgebrochen. Aber sie haben sich alle darauf eingestellt, das fand ich interessant, dass es kommen wird. Also den meisten schwante dann doch, da kommt etwas, was wichtig ist für uns. Und sie haben sich damit befasst. Und wo es dann natürlich etwas ist, was wir gemeinsam besprechen müssen, ist, wie weit kommen sie runter? Also es ist ja, heutzutage ist der Handel so weit verzweigt, nicht so. Und dann wird immer zum Lieferteil noch ein Teil und vom Teil wieder ein anderes Teil von jemand anderem dazu gearbeitet. Und das ist natürlich kompliziert. Und wir haben aber gesagt, jemand, der selber Handel betreibt und auch andere mit beauftragt, hat eine gewisse Verantwortung. Und da wollen wir über kurz oder lang hin, dass eben jemand seine Lieferkette wirklich auch überschauen kann und es dann nicht sozusagen immer undurchschaubarer macht. Und das wiederum als Grund dient zu sagen, ich kann es ja gar nicht wie alles überblicken und dann kann da auch schon mal was passieren. Also das ist eben so ein wo sich die Katze in den eigenen Schwanz beißt und wir sagen, das müssen wir mit der Zeit aufheben und da ist jetzt das Lieferkettengesetz ein ganz wichtiger erster Schritt, wird ja auch von vielen Verbänden durchaus kritisiert, dass es noch nicht hart genug ist, das ist klar, aber es ist eben ein ganz wichtiger Schritt, dass wir es jetzt haben, weil nachbessern kann man dann ja immer. Vielleicht darf ich noch einen Satz dazu sagen, zu der Frage, wie hat sich die Union da verhalten? Ich will nur sagen, das macht ja deutlich, was das Austarieren von Interessen an der Stelle ist. Also ich habe ja gesagt, die Frauenunion hatte da eine ganz klare Beschlusslage und hat das sozusagen intern auch nach vorne getrieben. Und dass Herr Altmaier die Wirtschaftsposition da vertritt, ist ja sozusagen sein Ressort immanent. Aber am Ende ist es ja beschlossen worden mit den Kompromissen, die in dem Beschluss liegen. Also das macht ja nur deutlich, das Ziel ist so, also auf das Ziel einigt man sich schnell, der Weg dahin und wie kann man das sozusagen die Interessen ausgleichen, ist dann die zweite Frage. Aber ich finde es auch einen richtig wichtigen Schritt, dass wir das jetzt überhaupt mal auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, da müssen auch andere europäische Länder noch hinterherkommen, um den Effekt natürlich nochmal zu vergrößern. Aber die Verantwortung, die wir da haben, gerade in der Europäischen Union, finde ich enorm. Und deswegen finde ich es wirklich wichtig, da mal zu beginnen. Und natürlich kann man immer mehr fordern und natürlich kann man immer nachbessern. Das können wir dann mal gucken, wenn wir dann auf dem Weg sind. Aber erstmal ist das, glaube ich, ein großer Meilenstein.
Das glaube ich auch. Also ich vielleicht dann doch den Satz noch, wir haben mit der Frauenunion ja häufiger auch Dinge gemeinsam gemacht. Also Maria Böhmer ist ja auch lange Vorsitzende der Frauenunion im Bund oder ich weiß nicht, wie das bei Ihnen genau aufgefächert ist gewesen. Und da muss ich sagen, das Problem der Frauenunion ist ja häufig, dass sie zwar sehr gute, also aus meiner Sicht jetzt auch wirklich gute Beschlüsse hat, wir da teilweise auch überparteilich sogar zusammenarbeiten, aber viele Männer in der Union das überhaupt nicht interessiert, was da für Beschlüsse sind. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass auch mal mehr ordentliche Bündnisse zusammenkommen. Und ich vielleicht auch finde, dass Herr Altmaier einfach mal nicht Wirtschaftsminister sein sollte eine Weile. Aber wir wollen ja nicht gleich bei der ersten Frage anfangen. Bevor wir jetzt in die Interna der CDU reingehen, hätte ich noch eine Frage sonst. Frau Habermann, Sie hatten eben den grünen Knopf angesprochen. Das ist tatsächlich einer der Aspekte, der uns auch interessiert. Was für Ideen haben Sie, wie man die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern transparenter für den Konsumenten machen kann? Also wie schaffen wir es, dass der Konsument, ich sage mal ganz plakativ, im Supermarkt eine bewusste Entscheidung treffen kann und sich möglicherweise für ein Produkt entscheiden kann, was teurer ist, wo aber sicher ist, dass die Arbeitsbedingungen besser sind? Das finde ich ist tatsächlich eine ganz spannende Frage und da kann jetzt vielleicht so ein bisschen mit dem kurzen Einblick, den ich in den Bereich Verbraucherschutz sozusagen auch fachlich haben darf, habe ich schon so ein bisschen was mitgenommen. Es ist ja so, dass wir irgendwie, wenn wir jetzt nicht nur auf Kleidung gucken und Textil, sondern sozusagen auch, Sie haben ja gesagt, Supermarkt gucken, es gibt ja über 2000 verschiedene Label, die Produkte irgendwie haben können. Und die Frage, die ich auch mit den Verbraucherschützern schon tatsächlich politisch diskutiert habe, ist, was macht es mir eigentlich als Verbraucher mal so einfach wie möglich? Also weil ich schon auch glaube, wenn ich auch auf uns als Familie gucke, man hat ja selber auch den Anspruch, nachhaltig und fair und gut einzukaufen. Aber dafür muss ich es natürlich einfach wissen. So. Also ich sage mal, die Avocado und alles Mögliche aus Soja ist jetzt vielleicht irgendwie fleischvermeidend, aber irgendwie nicht im Zweifel nachhaltiger, gerade auch an der Produktion, im CO2-Fußabdruck, im Transportweg. Aber man muss das irgendwie den Menschen ja mal deutlich machen. Da wird, glaube ich, gerade ja diskutiert und ich meine, Lidl in Berlin pilotiert es gerade, das neue Label, was so ähnlich ist und aus Frankreich kommt wieder Nutri-Score, gibt es einen Nachhaltigkeits-Score, der sozusagen das in einfach, also weil A bis E ist ja sozusagen und Grün bis Rot ist ja sozusagen tatsächlich einfach auf dem Produkt. So. Die haben natürlich aber auch alle immer Tücken. Aber das wird da gerade ja pilotiert. Ich bin ganz gespannt, wie das Ergebnis an der Stelle ist. Also wenn wir mal kurz beim Nutri-Score bleiben, es ist natürlich so ein bisschen komisch, dass rein nach Nutri-Score der Bio-Apfelsaft eine viel schlechtere Bewertung bekommt als Cola Light. So. Also es wird auch irgendwann, also es ist immer die Frage, was kann man, also einfach ist gut, aber einfach reduziert natürlich auch Komplexität und dann wird es manchmal komisch. Ich fände es gut, wenn wir da zu Labeln kommen, die es uns Verbrauchern einfach machen, das kenntlich zu machen. Und der grüne Knopf, finde ich, ist so ein Beispiel, gerade für fair und gut gehandelte Textilware. Ich bin immer, also Tchibo ist ja, ich sage es jetzt einfach mal, so ein Name, ein Hamburger Unternehmen, was das bei seinen Produkten ja sehr konsequent zum Beispiel umsetzt, wo man das dann sehen kann. Und das ist ja auch ein Versuch von es transparent und einfach zu machen. Und da bin ich gespannt, wo wir hinkommen und gespannt auf das Ergebnis des Pilotversuchs in Berlin. Frau Oesus, was halten Sie von einem Nachhaltigkeitsscore? Würden Sie sich dafür einsetzen? Also ich gehe bei fast allem mit, was Frau Hoppermann eben gesagt hat, muss ich sagen. Gar kein Widerspruch. Ich finde tatsächlich, also wir sind ja nun, also gerade aus Menschenrechtsperspektive schauen wir ja auch auf Fairtrade und alles Mögliche. Und wir haben so viele verschiedene Label. Und ich merke, dass Leute wirklich schon auch völlig irritiert schauen und gucken, was gilt denn nun? Und dann gibt es irgendeine Sendung wieder, wo eben genau gezeigt wird, ist doch nicht so. Also das steckt dann da gar nicht drin, wenn das da drauf ist. Und ist wieder nicht ganz. Also das macht das Vertrauen in solche Label kaputt. Und das ist schon mal eine große Gefahr, finde ich. Und man muss sie eben verstehen. Also deshalb, ich
gehe da mit. Ich würde sagen, Transparenz ist eins der wichtigsten Dinge und es muss verständlich sein. Also es muss für alle vor allen Dingen verständlich sein und es darf nicht irgendwie 10 verschiedene Label geben, die ich dann auch noch irgendwie immer gegeneinander aufwiegen muss. Ist das eine jetzt wichtiger als das andere? Da müssen wir wirklich in den nächsten Jahren hinkommen. Spannend. Wir wollen die Diskussion mal ein bisschen mehr Richtung Klima lenken. Und zwar, Frau Jesus, Sie hatten eben gesagt, das Lieferkettengesetz kann vielleicht dazu beitragen, dass der Unternehmer seine Lieferkette global besser überwachen kann oder sich die besser anschauen kann, das Ganze transparenter wird. Nun, im Rahmen von Fit for 55, ich hole es nicht weit aus, aber unter anderem hatte die EU-Kommission ja auch einen Grenzausgleichsmechanismus für CO2 vorgeschlagen. Wir wollen jetzt nicht tief in das Thema rein, aber denken Sie, dass das ein Lieferkettengesetz oder etwas in die Richtung auch für CO2 sinnvoll ist, wenn wir uns anschauen, wie die Lieferketten global verzweigt sind und auch in andere Länder reingehen? Also ich weiß ja, dass immer alle mit dem CO2-Budget dann kommen und den CO2-Preis berechnen wollen. Ich muss sagen, ich hätte jetzt grundsätzlich nichts dagegen, wenn das tatsächlich so eindeutig wäre, aber das ist es nicht. Da stehen die Wissenschaftler ja durchaus auf unterschiedlichen Standpunkten, wenn ich das richtig verstehe. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so handhabbar ist, dass wir am Ende die Ergebnisse auch haben, die wir haben wollen. Also wir müssen, glaube ich, schon... Wir müssen schon über CO2-Bepreisung nachdenken, wir müssen über die Besteuerung nachdenken und wir müssen diesen Weg bei uns durchaus gehen. Ich meine, wir sind auch eins der Länder, die ja am meisten produzieren, wie wir es eben auch tatsächlich herunterfahren können und gleichzeitig auch über die Alternativen eben nachdenken, weil nur mit dem Runterfahren wird es ja auch nicht gehen. Das ist leider bei dieser Debatte, merke ich, also ich hatte ja auch mit Fridays for Future irgendwie die Tage ein Gespräch, das ist mir dann manchmal zu eng, weil einfach nur zu sagen, wir setzen da einen Wert fest und der geht eben in irgendeiner Form runter, egal ob wir als Budget das nehmen oder als Preis oder wie auch immer, das wird ja nicht reichen. Das heißt, wir müssen zwei Bewegungen miteinander austarieren. Das eine ist eben alles, was CO2 produziert, grundsätzlich unattraktiver machen und eine Entwicklung haben, die es wirklich immer unattraktiver macht, auch preislich unattraktiver. Und auf der anderen Seite aber genügend Alternativen, sehr viel Investitionen, auch in Innovationen natürlich, damit wir wirklich dort auch was aufbauen können. Sie kennen sich in der Wissenschaft da besser aus. Ich will gar nicht über die verschiedenen Farben von Wasserstoff etc. Anfangen. Das ist ja ein großer Komplex, aber wir wissen ja alle miteinander so, es ist immer ganz toll, grüner Wasserstoff zu sagen, aber in Wahrheit stehen wir da ja noch gar nicht ganz so, dass wir sagen könnten, das haben wir jetzt alles schon halb fertig, sondern da wird es, glaube ich, verschiedene Farben werden noch eine Rolle spielen. So, und das müssen wir aber eben beides schaffen. Und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt, wir gehen in Richtung eines Pro-Kopf-Preises oder eben eines Budgets. Das erscheint mir noch nicht als ein gesicherter, richtiger Weg. Aber ich bin nicht dagegen. Also so soll das eben auch nicht klingen, wenn es noch austariert wird und vielleicht noch etwas transparenter wird und handhabbarer, ist es möglicherweise ja in Zukunft auch vorstellbar. Genau, also das Budget ist tatsächlich ein Thema, wofür sich die Scientists for Future auch einsetzen, weil es natürlich eine Grundüberlegung ist, dass man eine bestimmte Menge CO2 insgesamt emittieren kann weltweit. Aber vielleicht mal die Frage an Frau Hoppermann. Was meinen Sie, wie wir Emissionen, die wir als Europäer ja letztlich verursachen durch unseren Konsum in Drittländern, wie wir die reduzieren können? Also ich glaube, dass das Lieferkettengesetz dabei schon helfen kann und sowas wie ein Nachhaltigkeitswert sozusagen für die Lieferkette genauso. Also ich bleibe mal bei meiner Avocado, also weil ich habe ja auch viel mit jüngeren Leuten zu tun so und da denken immer alle, das ist besonders ökologisch, wenn ich viel Avocado esse und kein Fleisch und da aber kein CO2-Fußabdruck am Produkt hängt. Und wenn man den hätte und sehen würde, wäre das, glaube ich, hätte das auch nochmal eine Lenkungswirkung. So, an der Stelle glaube ich das schon. Und das ist schon auch eine Frage, wie wir die unterschiedlichen Handelsabkommen gestalten. Ich glaube, da haben wir als Deutschland schon oder auch als Europäische Union insbesondere auch Möglichkeit der Lenkungswirkung. Auf Deutschland gesehen, ich weiß nicht, ob wir noch über CO2-Preise und so weiter sprechen wollen, ob das eine nächste Frage wäre. Sonst
sage ich da jetzt auch irgendwie was zu, aber ich glaube, wir brauchen da internationale Partnerschaften und es ist ja insbesondere die Frage, wie wir die Schwellenländer und die Entwicklungsländer mit in diese Klimaneutralität nehmen können, denn das ist ja eine weltweite Aufgabe, das können wir ja als Deutschland sozusagen nicht alleine lösen. Ich kenne die Diskussion, wird ja vor allen Dingen auch von etwas anderen Parteien immer noch nach vorne getrieben. Die haben ja dann auch ein Recht darauf, sozusagen auf das Wohlstandsniveau zu kommen, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, dass wir die Verantwortung haben, klimaneutrale zum Beispiel Industrieproduktion zu exportieren in diese Länder, um sie sozusagen sofort mit in den klimaneutralen Pfad zu nehmen. Also China muss nicht erst durch die Industrialisierungswelle, wie zum Beispiel Großbritannien sie hatte, da gab es ja auch, ne, also was die Umwelt angeht, in der Industrialisierung der letzten zwei Jahrhunderte wirklich üble Entwicklung. Da muss ja China jetzt nicht durch mit seinen Flüssen, wenn wir sozusagen schon einen Schritt weiter sind und andere Technologien dahin exportieren können. Also ich glaube, da haben wir gute Möglichkeiten, die wir gerade auch als Europäische Union benutzen sollten. Darf ich was zum Stichwort China sagen? Also ich war eben erst fast ein bisschen irritiert tatsächlich, weil ich immer die Sorge habe, dass China uns ja, also wollen uns ja immer das Wasser abgraben und sie sind ja immer schnell auch im Nachmachen von Dingen und in Wirtschaftsspionage etc. Also meine Sorge geht tatsächlich in die Richtung, dass wir aufpassen müssen, dass China nicht alle Länder immer von sich abhängig macht. Gerade den ganzen afrikanischen Kontinent, wo sie ja ohne Ende den Kredite vergeben etc. Und deswegen gehe ich aber an der einen Stelle unbedingt mit, wir müssen mit unserer Technologie eben auch den Schwellenländern helfen. Wir müssen sie unterstützen. Also das, finde ich, ist schon eins der wichtigsten Dinge. Aber beim Stichwort China bin ich immer etwas vorsichtig. Ich kann das vielleicht erläutern, warum ich gerade China gesagt habe. China hat sich ja bei der Frage, bis wann wollen sie klimaneutral sein, sehr zurückhaltend gezeigt. Die haben das ja sehr viel weiter in die Zukunft gestreckt als wir oder auch als die Europäische Union. Und bei der Größe der Volkswirtschaft, können wir Indien vielleicht dann auch noch mitnehmen, halte ich das also gerade sozusagen auch aus chinesischer Sicht für eine vertane Chance. Also weil gerade mit der Macht, die China ja hat, Dinge schneller umzusetzen als wir, das ist ja da in dem politischen System so, ne? Wenn die sich für einen Weg entscheiden, dann gehen sie den ja konsequent ohne Rücksicht auf Verluste. Genau, also wir können innerhalb von 100 Tagen einen Flughafen bauen, so ungefähr. Und das halte ich gerade, da haben sie ja eine unglaubliche Chance, auch Dinge viel schneller klimaneutral umzusetzen, wenn sie verstanden haben, dass das eine große Chance irgendwie auch für sie bietet und nicht nur eine Belastung ist. Also in dem so meinte ich das. Mich hat das gewundert, dass China da nicht vielleicht eher noch auf die Idee kommt, dass es eine Chance auch sein kann für die chinesische Volkswirtschaft, wenn sie da schneller sind, als zum Beispiel wir Dinge dann auch noch in die Welt zu bringen. Apropos schnell umsetzen, das nehme ich mal als fürs nächste Thema mit. Ich glaube, das setze ich nämlich, ist nämlich auch ein großer Brocken, und zwar das Thema Kreislaufwirtschaft. Es gab eine spannende Studie von der UN und vom Weltwirtschaftsforum 2019, die gezeigt hat, dass der Elektroschrott, den wir hier produzieren durch unsere Technologie, nur zu ca. 20% oder so recycelt wird. Und das ist natürlich auch ein großes Problem für uns, wenn wir an Ressourcenknappheit und vor allem auch die Energie denken, die in die Produktion reingeht. Frau Isus, was sind Ideen, die Sie haben, die Sie gerne in den nächsten 4 Jahren umsetzen würden in Richtung Kreislaufwirtschaft? Also wie schaffen wir es als Deutschland und als Europa, ressourcenschonender zu arbeiten und mehr zu recyceln und mehr Ressourcen wieder mitzunutzen und vor allem auch weniger Energie dadurch zu verbrauchen? Also ich habe mir das tatsächlich heute nochmal angeguckt, was wir eigentlich alles gemacht haben. Also wir haben ja dieses Verpackungsgesetz von 2019. Wir haben die Novelle Kreislaufwirtschaft vom Oktober 2020. Es gibt diesen EU-Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, wo genau das, wo ja darauf angespielt wird, was Sie gerade gesagt haben, wo es ja gerade um die Verbraucherinnenrechte bei Reparatur für wichtige Elektro-IT-Geräte etc. geht, dass es eben ein umweltfreundlicheres Gerätedesign soll. Wir haben Verbot von Wegwerfprodukten, das erleben wir ja selber hier. Wir haben die Plastikflaschen schon einigermaßen eingedämmt. Also ich glaube, wir sind da schon auf einem recht guten Weg, dass wir da vorangehen. Aber
wenn ich mal ehrlich bin, wenn ich mich so auf der Welt umgucke und in anderen Ländern, habe ich natürlich nicht den Eindruck, und wenn ich mir unsere Meere angucke, habe ich auch nicht den Eindruck, dass das reicht. Das heißt, wir brauchen hier sehr viel mehr Nachdruck, und vor allen Dingen müssen wir ja auch, also nicht nur aufhören zu produzieren, sondern das, was da ist, einsammeln, ne? So, um es mal mit einfachen Worten zu sagen, also gerade unsere Meere ja auch wieder sauber bekommen, das ist noch ein recht langer Weg, fürchte ich. Also so ganz einfach wird das nicht. Aber wir haben eine ganze Reihe von Dingen ja in den letzten Jahren, Gott sei Dank, mal auf den Weg gebracht. Frau Baumann, was glauben Sie, muss darüber hinaus zu dem, was die Große Koalition in den letzten Jahren getan hat, umgesetzt werden? Ich glaube, Frau Ösos meinte auch, dass wir auf europäischer Ebene auch schon viel erreicht haben an der Stelle. Ja. Ne? Und ich glaube tatsächlich auch da, dass wir das, also das ist ja ein großer Punkt auch im European Green Deal, und dass wir da auch europäisch weiterkommen müssen. Ich ehrlicherweise komme ja auch aus einem katholischen Haushalt und bin viel in Rom und in Italien unterwegs und finde immer es gruselig, wenn ich da sehe, wie viel Plastikflaschen, also da trinken alle immer nur aus diesen kleinen Plastikflaschen und schmeißen sie danach irgendwo hin. Und das passiert mir nicht oft, aber an der Stelle denke ich dann immer, wie gut, ehrlicherweise, dass Jürgen Trittin damals den Pfand dafür eingeführt hat, weil ich schon glaube, dass wir in Deutschland da inzwischen bei einem anderen Niveau angekommen sind und dass sowas auch Mechanismen sein können, sie auch zu exportieren und auch in den anderen europäischen Ländern einzuführen. Ich weiß noch, wie ich in Frankreich war und mich gewundert habe, dass McDonald's da immer noch diese fürchterlichen Styroporverpackungen genutzt hat für die Bürger und da auch alles immer überall hingeworfen. Das fällt uns schon auf, ne? Das fällt uns schon komisch auf, wenn wir das jetzt irgendwo sehen, ja. Ja, und ich finde, da haben wir doch mitunter auch Lösungen, die wir gut auch in die Europäische Union exportieren können, um diesen Plastikmüll vor allen Dingen irgendwie zu vermeiden. Was Sie meinen, ist ja aber auch nochmal über Plastikmüll hinaus auch die Frage, wie können wir andere schwierigere Produkte doch als Plastik in die Kreislaufwirtschaft bringen. Bei Elektro müssen wir, glaube ich, mal überlegen und auch mit unserer eigenen Industrie überlegen, wie wir das wieder in eine Wiederverwertung nehmen können. Mir ist neulich das Beispiel über den Weg gelaufen des Recyclings von Autoreifen. Das ist ja auch ein ganz fürchterlicher Müll, der zu unglaublicher Größe sozusagen täglich und monatlich und jährlich anfällt. Und es gibt ja einen Pionier in der Bundesrepublik, der gerade einen Mechanismus dafür entwickelt hat, wie man Autoreifen recyceln kann, statt sie zu verbrennen. Also dass sie immer noch verbrannt werden in der Menge, war mir ehrlicherweise bis dahin auch nicht klar. Ich glaube, dass wir Anreize setzen müssen, gerade für besonders in der Menge besonders anfallenden schwierigen Müll oder Sondermüll, wie wir da nochmal gerade auch in der Entwicklung Anreize setzen können, die auch europäisch in eine Kreislaufwirtschaft zu bringen. Alles klar. Ich habe eine Zeit lang mal in den USA gelebt und kann das mit den Plastikbechern, Flaschen und Styroporbechern und so unterstreichen. Also es ist auch vor allen Dingen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das ist doch total absurd. Wir haben doch so viel günstigere, bessere Alternativen. Also im Bundestag bekommt man mittlerweile seinen Kaffee nicht mehr, wenn man einen Becher dabei hat. Oder man muss 10 Euro für einen neuen Bundestagsbecher Pfand bezahlen oder ihn eben kaufen. Also immerhin sind wir da mal ein Stück weiter. Da hat uns Corona aber auch ein bisschen zurückgeworfen. Ne? Also gerade unter Corona sind da diese ganzen Einmalbestecke und, stimmt, und alles Eingeschweißte und extra Verpackte. Also ja. Ich hoffe, wir kommen da wieder weg von. Ich weiß noch, dass eine Revolution war in Hamburg, den Recap-Becher einzuführen, den ich sehr gerne benutze. So, aber das ist richtig, ja. Thomas, möchtest du übernehmen? Ja, sehr gerne. Also ich hatte auch tatsächlich noch viele weitere interessante Punkte, aber wir sollten immer ein bisschen ein Auge auf die Uhr haben, weil wir nämlich auch noch im Themengebiet internationale Zusammenarbeit einige interessante und vor allen Dingen auch einige schwerwiegende Punkte haben. Und zwar scheint es aktuell sehr unwahrscheinlich, dass künftige Flucht- und Migrationsbewegungen durch entschiedenes Handeln im Sinne der Emissionsvermeidung weitgehend verhindert werden können, weil sich der Klimawandel heute schon stark auf verschiedene Regionen in der Welt auswirkt. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, üblicherweise UNHCR genannt, nennt als Gründe für diese Bewegung
Vor allen Dingen Stürme, Fluten, Feuer, Hitzewellen, Dürren, einen steigenden Meeresspiegel und mittelbar mangelnde Trinkwasserversorgung und Hunger. Und zusätzlich zu den aktuellen Emissionen, bei denen Deutschland pro Kopf mit ungefähr 10 Tonnen CO2-Äquivalenten immer noch ungefähr doppelt so viel emittiert wie der weltweite Durchschnitt, hat Deutschland seinen Wohlstand historisch gesehen, unter anderem auf der ungeahndeten Verbrennung von fossilen Rohstoffen aufgebaut. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne zwei Fragen mit Ihnen besprechen und vielleicht mit Ihnen beginnen, Frau Hoppermann, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist das gerade die Reihenfolge. Und zwar, welche Maßnahmen sollen Deutschland und Europa ergreifen, um den klimabedingten Ursachen für Flucht und Migration entgegenzuwirken? Mit dem Thema hatten wir ja gerade schon mal, das hatten Sie ja schon von alleine gerade kurz angeschnitten. Da würde ich gerne jetzt noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Also das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Also erstmal, glaube ich, können wir uns darauf verständigen, dass wir alle am 1,5-Grad-Ziel festhalten, um noch sozusagen zu retten, was zu retten ist. Und die Frage, wie können wir den klimabedingten Migrationsursachen entgegenwirken? Übrigens müssen wir auch den sicherheitspolitischen Fluchtursachen genauso begegnen wie denen. Hat natürlich unmittelbar damit zu tun, wie wir dieses Ziel erreichen können. So. Und ich glaube, auch da muss man wieder gucken, was machen wir europäisch, was machen wir zum Beispiel international sozusagen als Europäische Union mit anderen Ländern. Was, glaube ich, klar ist, dass nicht alle, die aus klimabedingten Fluchtursachen ihr Land verlassen müssen, zu uns kommen können. Das kann ja nicht die Lösung sein, sondern dass wir gucken müssen, wie wir diese Ursachen bekämpfen können. Von der Sicherung des Regenwaldes bis hin zu, wie können wir klimagerechte Industrie exportieren und Lösungen mit exportieren. Das sagte ich ja eben. Ne? Also wie können wir den Schwellenländern helfen, zu dem von ihnen angestrebten Wohlstand zu kommen, ohne fossile Energie verbrennen zu müssen, auf dem Weg dahin, wie wir das jetzt getan haben. Das ist ja richtig, aber das kann ja nicht dazu führen, dass wir dann sagen, okay, dann braucht ihr anderen eben auch noch 150 Jahre, bis wir da angekommen sind in der Erkenntnis, wie wir jetzt stehen. Ganz genau. Also da bin ich auch bei Ihnen. Ich grätsch kurz rein. Ja, gerne. Mir geht es wirklich gerade um, meine Frage zielt darauf ab, welche grundlegenden Mechanismen würden Sie für geeignet halten? Wäre das zum Beispiel Zusammenarbeit in einem technischen Bereich? Bildungsmaßnahmen, die man Partnerländern anbieten könnte? Also durch welche Mechanismen wollen wir die anderen Länder unterstützen? Ich glaube vielfältig. Also dass internationaler CO2-Handel sozusagen der Anreize setzt, ist aus meiner Sicht da ein guter Punkt. Natürlich Entwicklungszusammenarbeit sozusagen in Forschung und Industrie, Bildung natürlich auch, ehrlicherweise auch das Lieferkettengesetz, um die Produktionsbedingungen sozusagen in den Produktionsstandorten zu verbessern, bis hin zu den Handelsabkommen, die dann ja bestimmte Standards eben auch festsetzen können, wo wir sozusagen helfen können. Und im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ist das natürlich auch ein großer Punkt, gerade mit den Entwicklungsländern, also in der Partnerschaft zum Beispiel mit Afrika. Vielen Dank. Frau Oesos. Ja, ich glaube, also es ist ja so wenig definiert, was ganz genau Klimawandel und Migration bedeutet. Und man muss tatsächlich sehen, also diejenigen, die das ist ja mal dieser Streit, nicht? Wir sind uns, glaube ich, hier in dieser Runde alle einig über den menschengemachten Klimawandel. Das hoffen wir. Ja, also denke ich jetzt mal. Entspannen schon mal ein bisschen, ne? Da hatten wir auch schon andere Runden, ja. Aber es gibt eben auch Wetterereignisse, die ja entweder aufgrund des Klimawandels oder auch manchmal nicht nur aufgrund des Klimawandels, aber Wetterereignisse, aufgrund dessen Menschen Haus und Hab und Hof verlieren. Ich meine, das haben wir gerade auch in Deutschland erlebt, zu unserer eigenen ja doch furchtbaren Überraschung. Und da muss man sagen, ist eben auch die Flucht dann eine jeweils andere und dann muss man mit anderen Mechanismen ran. Also das eine ist, dass wir auf jeden Fall humanitäre Hilfe und Krisenprävention brauchen. Also beides im Grunde. Ne? So die humanitäre Hilfe haben wir in den letzten Jahren ja immer weiter höher geschraubt. Die betrifft natürlich auch andere Dinge. Aber ich sag mal, das ist ja dann auch eine Heuschreckenplage in
Äthiopien oder eine, Hochwassergeschichten. Also können wir anderen Ländern auch helfen, dass sie zum Beispiel entsprechende Deiche bauen oder dass sie sich eben gegen bestimmte Dinge, die passieren können, schützen können, beziehungsweise gibt es auch Frühwarnsysteme, die man jeweils dann auch dort unterbringen kann. Wir sehen, dass die Migration, die mit Klima verbunden wird, häufig nur, also nur in Anführungsstrichen jetzt, sich innerhalb des Landes bewegt meistens. Die Menschen wollen nicht weg, die wollen nicht nach Europa, also wenn sie jetzt zum Beispiel aus dem afrikanischen Kontinent kommen, die wollen nicht vom Süden alle in den Norden. Sie würden eigentlich gerne dort leben, wo sie sind und versuchen dann dorthin zu gehen, wo es geht. Und da müssen wir natürlich ansetzen und jeweils nochmal die Ursachen entsprechend aufgreifen. Ein letztes Beispiel ist, wenn der Boden völlig trocken ist und man hat eben kein Wässerungssystem, nicht so, oder hat auch nicht selber die Möglichkeit, dann ist es unsere Aufgabe, und da kommt jetzt übrigens die Entwicklungszusammenarbeit ja auch dazu, die schon erwähnt wurde, da kann man natürlich auch langfristig dann mit Projekten, und das sehen wir ja, dass das manchmal auch funktioniert, dafür sorgen, dass Menschen eben auch die entsprechende Infrastruktur für sich schaffen können, dass sie trotz der Bedingungen, die dort sich verändert haben, für sich aber eine Lebensgrundlage finden. Also das eine ist die Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels, natürlich, damit es nicht immer alles schlimmer wird, was sozusagen die Auswirkungen sind. Aber auf der anderen Seite ist Krisenprävention ganz, ganz wichtig und humanitäre Hilfe. Insofern ist es in zwei Richtungen. Also ich glaube, wir sind uns da sehr einig. Das eine ist die Folgenbekämpfung und die Prävention sozusagen. Das ist ja genau der Teil. Und das andere ist in die Zukunft gerichtet die Frage, wie vermeiden wir das oder wie können wir langfristig da hinkommen, dagegen zu steuern. Also es ist insofern in zwei Richtungen zu sehen. Okay, dann vielen Dank für Ihre Antworten. Und ich würde gerne noch so ein bisschen weiter in dieses Thema, oder ich würde noch kurz gerne bei dem Thema bleiben. Und zwar mit der Frage, und da hatten Sie ja auch schon so ein bisschen, Sie, Frau Hoppermann, haben, glaube ich, in die Richtung gedeutet, dass man eventuell auch Technologieexporte verstärken könnte. Und da würde ich gerne die Frage stellen, ob angesichts der vergangenen Emissionen und der von manchen auch als unfair angesehenen Vorteile der Industrieländer finanzielle Ausgleichsmechanismen für Länder, die besonders stark unter dem Klimawandel leiden, angemessen sind. Also über den Zertifikatehandel hinaus. Will ich nicht ausschließen, aber das ist ja dann die Frage, wo das hingehen soll. Also wenn das nur Reparationsleistung sozusagen soll, der Gerechtigkeit wegen, ist das ja auch nichts, was der Entwicklung sozusagen nach vorne irgendwie hilft. Das muss ja schon dann zielgerichtet sein. Das kann ja nur im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sein, um Anreize zu geben und nicht wir nehmen der dortigen Volkswirtschaft alles vorweg und versorgen sie mit Dingen, die wir schon haben, sondern das ist ja genau wie bei der Frage Brunnenbau zum Beispiel. Wie bringen wir Technologie dahin und wie können wir unterstützen, dass die Menschen und Volkswirtschaften vor Ort in dem Punkt selbstständig vorankommen? Ich glaube, das sind die Erfahrungen, die wir im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit der vergangenen Jahrzehnte schon gemacht haben, dass wir da eine große Verantwortung haben. Die sieht Deutschland aus meiner Sicht auch so. Oder ich verstehe Ihre Frage nicht so richtig, aber so würde ich es sozusagen mal beantworten. Doch, ich glaube, Sie haben die Frage sehr gut verstanden. Also das, ich glaube auch. Ich glaube, Frau Özos möchte sich gleich anschließen. Ja, also das wird jetzt auch kein krasser Gegensatz, muss ich sagen. Es ist ja unsere Erfahrung, dass also einfach nur über eine pauschale Leistung, finanzielle Leistung nachzudenken, heißt ja auch immer, wem gibt man das denn dann? Also zum Teil würde man es korrupten Regimen in die Hand drücken, nicht so? Haben wir auch gerade schreckliche Erfahrungen wieder gemacht und das bringt gar keinem etwas. Von daher würde ich schon sagen, Deutschland ist ein hochtechnologisches, innovationsfreudiges Land, was auch hier besonders viele Mittel nochmal hineinsetzen sollte, trotz der Lage, trotz unserer Nach-Corona-Zeit und auch einer gewissen Verschuldung, der wir uns ja ausgesetzt sehen. Aber ich glaube, gerade wenn wir die notwendige Technologie ja auch hinbekommen, können wir damit viel mehr helfen, als wenn wir irgendwie finanzielle Mittel verteilen. Das kann viel zielgerichteter
und damit in meinen Augen auch viel effektiver erfolgen. Vielen Dank. Möchten Sie noch ergänzen, Frau Hoppermann, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben da keinen Dissens. Also In dem Punkt treffen Sie sich sehr gut, ja. Ich glaube, da gibt es nur mit, also da gibt es, glaube ich, mit anderen Parteien größeren Dissens als. Ja, die FDP würde sagen, wir werden Aktien anlegen für alle. Das haben wir jetzt jeden Abend gehört. Wir müssen unbedingt Aktien haben. Schade, ja. Ist nicht da, ne? Nee, heute Abend haben wir nur Sie beide eingeladen. Gut, dann vielen Dank. Und dann würde ich gerne noch, ich würde gerne tatsächlich grob im Thema Migration und Flucht bleiben. Und zwar tatsächlich etwas mehr auch auf das Thema des Umgangs mit geflüchteten Menschen oder auch mit der Migration, sowohl innerhalb der Länder, in denen die Migration stattfindet, als auch international. Denn selbst wenn Deutschland und die meisten anderen Staaten ihre erklärten Ziele zur Eindämmung von der Klimakrise erreichen, die oft durchaus nicht mit den Pariser Klimazielen übereinstimmen, werden die Themen Flucht und Migration in den kommenden Jahrzehnten eine große, große Rolle spielen. Das World Economic Forum gibt in einer Veröffentlichung aus diesem Jahr an, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf Flucht und Migration noch nicht in vollem Ausmaß klar seien. Da haben wir ja gerade auch schon mal drüber gesprochen. Zitiert allerdings auch Studien, dass durch klimatische Veränderungen mittelbar bis 2050 bis zu 1,2 Milliarden Menschen gezwungen sein werden, ihren Wohnort zu verlassen und zu migrieren. Größtenteils in und aus ärmeren Regionen in der Welt. Und angesichts solcher Prognosen stellen sich natürlich zahlreiche Fragen und zwei davon würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Und die erste würde ich gerne Ihnen stellen, Frau Özus. Wie sollen sich Deutschland und Europa zum Thema der klimabedingten Flucht und Migration außerhalb des eigenen Staatsgebiets positionieren? Da haben wir ja gerade schon mal angeschnitten, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Ja, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich immer etwas zurückhaltend, wenn so Horrorszenarien, und das wird ja leider sehr oft gemacht, mit dem Thema Migration und Flucht verknüpft werden. Das muss ich einfach aus schlechter Erfahrung auch in den letzten Jahren sagen, weil auch sehr viele Vorhersagen, übrigens auch von vielen Wissenschaftlern, sich nicht bewahrheitet haben, zum Teil auch, muss man sagen, Gott sei Dank für die Betroffenen nicht bewahrheitet haben, weil das Schlimmste an der ganzen Migration ist immer noch für diejenigen, die eben fliehen müssen, ne, oder die gehen müssen. Ich spreche nicht über freiwillige Migration natürlich an der Stelle. Ja, und wie gehen wir damit um? Ich meine, wir haben das eben schon angeschnitten, aber man muss auch deutlich sagen, wir haben in der Europäischen Union größte Schwierigkeiten, derzeit ja überhaupt uns darüber zu einigen, wie ein ordentliches gemeinsames Asylsystem überhaupt aussehen sollte. Und da unterscheiden wir ja im Moment nicht den Grund. Also als Sozialdemokratie haben wir beispielsweise uns festgelegt, dass Klima als Grund für Migration unter Asylgründe aufgenommen werden sollte. Das haben wir getan, weil wir wissen, und ich glaube, das wird am Anfang erstmal nicht solche Zahlen sein, aber es gibt eben Menschen, die werden nicht leben können und die sind eben vom Tod bedroht und einige werden auch bei uns ankommen und deswegen ist das ein Ziel. Aber machen wir uns nichts vor, wir haben auch aus anderen, also wenn Leute aus politischer Verfolgung oder eben anderen Dingen kommen, ja größte Verwerfungen, sowohl manchmal in unserem eigenen Land als auch eben zwischen den europäischen Ländern. Das heißt, wir brauchen endlich eine andere Herangehensweise an dieses Thema Flucht. Wir müssen auf der einen Seite natürlich die Entwicklungshilfe verstärken, denn es ist ja nicht eine Lösung zu sagen, naja Gott, am Ende könnten sie halt alle irgendwie nach Europa kommen. Das wollen die im Zweifel auch gar nicht. Die wollen gerne dort sein, wo sie sind, meistens, wenn sie nicht gerade eben politisch verfolgt werden. Aber da müssen wir unsere Bemühungen verstärken und wir müssen aber gleichzeitig uns auch klar machen, dass viele Menschen nicht bis zu uns kommen, wir es deshalb nicht unbedingt sehen und wir deshalb aber nicht weggucken dürfen.
laufen. Also meistens gucken wir in europäischen Ländern erst auf das Phänomen, wenn ganz viele Menschen irgendwo am Horizont auftauchen. Und das ist der große Fehler. Und das macht es ehrlich gesagt allen Migrationspolitikerinnen und Politikern schwer, mit diesem Thema auch mal durchzudringen, dass man sagt, nicht erst immer in dem Moment plötzlich aktiv werden und alles Mögliche in Gang setzen, wenn Menschen zu uns kommen, sondern wirklich sich mal bewusst machen, dass es, ich weiß nicht, 30, 40 Millionen Menschen zurzeit gibt, die irgendwo auf der Flucht sind. Davon ist ein sehr kleiner Anteil wegen Klima auf der Flucht, wenn ich das halbwegs richtig einordne. Aber trotzdem sind es ja noch richtig viele Menschen. Und da müssen wir auch hingucken, wenn sie eben nicht erst bis Europa kommen. Und letzter Nachsatz vielleicht noch, das europäische Asylsystem, das gemeinsame europäische Asylsystem GEAS, müssen wir endlich mal vernünftig reformieren. Es muss eine Solidargemeinschaft sein als Europa, dass wir sagen, wir helfen gemeinsam und wir unterstützen uns bei solchen Dingen auch gemeinsam. Und davon sind wir leider noch ein ganzes Stück entfernt. Okay, vielen Dank. Frau Hoppermann, bevor Sie antworten, würde ich gerne noch kurz ergänzen. Wir haben natürlich nicht die Absicht, Panik zu machen, sondern versuchen eben mit den Zahlen zu arbeiten, so wie wir sie finden. Und ich denke auch in dem Sinne, um zu verdeutlichen, um welche Größenordnung es sich handelt. Aber Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine, ne? Weil genau, ich weiß ganz genau, was Sie meinen, natürlich. Das halb ist, Afrika ist ja schon dreimal bei uns gewesen und so, deswegen bin ich immer genau. So. Ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist das Problem, habe ich auch schon oft verfolgt in der Debatte eben um Flucht und Migration. Und da stimme ich Ihnen noch zu. Ich wollte bloß noch eben einmal betonen, dass wir nicht versuchen, hier, wie soll man sagen, jetzt Angst zu machen, sondern wir versuchen die Problemlage, wie sie sich entwickeln könnte, also Problemlage in dem Sinne, dass Menschen ihre Heimat verlieren, einmal so ganz grob in einer Dimension zu fassen. Und damit würde ich das Wort gerne an Sie übergeben, Frau Hoppermann. Ich glaube, was bei dieser Frage tatsächlich auch, die Sie ja gerade diskutiert haben, ist das ein Szenario oder ein realistisches oder wie muss man das einschätzen? Tatsächlich auch dahinter steckt immer so die Frage, können Menschen die Verantwortung tragen? Haben Sie noch das Gefühl, Sie können diesem Problem Herr werden oder ist es sozusagen so groß und so schrecklich, dass man nichts tun kann und da keinen, also ne, ich glaube, das hat auch viel mit Psychologie zu tun. Ist es so abstrakt und so groß und so schlimm, dass wir uns sozusagen überfordert fühlen, da noch drauf zu reagieren? Aber ich glaube, es macht deutlich, dass wir tatsächlich eine große Verantwortung haben, uns dieser Problematik zu stellen. Also jetzt gar nicht so, wie viel können wir jetzt davon sozusagen bei uns in Europa beheimaten, unabhängig davon, dass ich Frau Ösos zustimme, dass wir da eine gemeinsame europäische Asylpolitik brauchen, die aus meiner Sicht aber ja vor allem auch eine Frage ist der sicherheitspolitischen Migration, ne, und der politisch Verfolgten. Aber ich glaube auch, und da stimme ich ja wirklich maßgeblich zu, die Menschen wollen eigentlich in ihrer Heimat bleiben. Sie lieben ihre Heimat, wenn sie denn dort leben können. Das heißt, die Frage ist, wie können wir gemeinsam mit diesen Ländern, wo sich diese Problematik stellen oder diese Regionen stellen, diese Entwicklung so verändern, so in zwei Richtungen, also nach vorne gerichtet, aber auch in der Frage der Ursachen, Vermeidung, dass man dort leben kann. Das stellt sich ja zum Beispiel auch in Amerika selbst. Also es gibt ja Landstriche, die sind so heftig von Waldbränden bedroht, dass selbst in den schönsten Gegenden Amerikas man eigentlich irgendwie kaum noch wohnen kann. Es gibt andere Regionen in Amerika, die haben extremen Wassermangel. Also da muss sich auch jeweils die Volkswirtschaft, das betrifft ja nicht nur Entwicklungsländer, so, sondern da muss man sozusagen ja auch als Wirtschaftsnation sich überlegen, wie geht man damit um. Und das betrifft zum Beispiel, war lange jetzt auch in der Caritas und im Caritasrat auch ganz viel die Frage Armut und Ernährung. Wie kriegen wir es hin, dass Menschen nicht Hunger leiden müssen? Und diese vielen Menschen, die auf der Flucht sind, davon sind ja auch eine ganze Menge Kinder, was ja auch deutlich macht, dass wir eine große Verantwortung haben, uns in dieser Frage der Entwicklungszusammenarbeit, sei es aus klimapolitischen Gründen oder aus armutspolitischen Gründen, da sozusagen zu engagieren. Vielen Dank. Möchten Sie noch ergänzen, Frau Ösos? Nö, ich glaube, dazu haben wir jetzt fast alles gesagt. Sehr gut. Also wenn ich
noch einmal zusammenfassen darf, würden Sie da also tatsächlich auf individuelle Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ländern setzen? Habe ich das richtig verstanden? Im Sinne also der Fluchtursachen. Ich setze da auf jeden Fall drauf, aber ich habe eben leider die Befürchtung, dass es manche Regierungen gibt, ich sage mal, auch der aktuelle Innenminister war da nicht immer sehr, 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 wie soll ich sagen, unterstützend, was eben die Zusammenarbeit mit anderen Ländern betraf. Wir müssen es schaffen, innerhalb der Europäischen Union auch zu gewissen Vereinbarungen zu kommen, und zwar verbindliche Vereinbarungen. Und da merken wir, dass eben doch manche Länder sich dem völlig verwehren, also vollkommen überhaupt keine Solidarität mit Menschen ausüben wollen. Und dann ist das, was wir uns hier alles überlegen, natürlich auch irgendwie wohlfeil, nicht so, weil wir müssen da endlich mal zu ordentlichen Verträgen auch kommen, die von allen eingehalten werden und nicht jedes Mal, wenn dann eben Geflüchtete kommen, dass alles sofort wieder über den Haufen geworfen wird. Also das wäre nicht gut, beziehungsweise bei diesem gemeinsamen europäischen Asylsystem merken wir ja auch, das haben wir uns ja ganz geschickt ausgedacht, muss man ja sagen. Also da sind natürlich die Randländer ja auch wirklich die Gebeutelten. Die haben sich ja zum Teil auch wirklich dran gehalten und haben das alles gemacht. Und wir sitzen dann relativ bequem in der Mitte und warten, bis dann auch Leute bei uns ankommen. Also das muss natürlich längst alles reformiert werden, wie es ja nun seit Jahren gesagt wird. Aber da merken wir, dass wir nicht nur zwischen europäischen Ländern, sondern auch jeweils in den eigenen Ländern diese Diskussion haben. Ich will vielleicht mal an der Stelle einmal Frankreich erwähnen, wo wir gemerkt haben, auch zu welchem Rechtsruck das dann am Ende tatsächlich führen kann, also in welchen Dimensionen. Das fand ich dann doch auch erschreckend. Also müssen wir eben diese Diskussion in ruhigeren Zeiten, aber dann sehr ordentlich mal führen miteinander. Dann hoffen wir, dass wir eines Tages mal wieder in ruhigere Zeiten kommen. Frau Hoppermann, möchten Sie noch was ergänzen? Nein, eigentlich nicht. Ich will nur vielleicht noch mal einen Aspekt hinzufügen, der an der Stelle vielleicht noch mal was ganz anderes ist. Die Frage der Sicherheits- und Außen- und Sicherheitspolitik. Ne? So, also da waren wir jetzt irgendwie gar nicht, aber macht ja auch deutlich, wenn wir uns Afghanistan angucken, dass das schon auch ein größerer Faktor ist, der jetzt allerdings, deswegen sage ich jetzt nicht viel mehr dazu, der jetzt nicht viel mit Klima zu tun hat. Aber wenn wir über Asylpolitik reden, natürlich auch irgendwie noch ein Punkt. Neben der Frage, wie kriegen wir in dieser Europäischen Union eigentlich an der Stelle mal eine Einigung hin? Wir haben ja eine extreme Wendung hin zur Nationalität und zu nationalen Interessen und ein bisschen weg von den europäischen Interessen. Und das Einstimmigkeitsprinzip ist da an manchen Stellen tatsächlich aber auch ein Problem. Also das wird, glaube ich, nochmal eine Frage sein auf europäischer Ebene, wie damit umzugehen ist. Weil jedes Land, also wir können uns auch Österreich angucken, ne? Um jetzt mal nicht Polen und Ungarn zu sagen, wo wir schon sehen, dass das versucht wird, diesen kompletten Rechtsruck im jeweiligen Land irgendwie zu vermeiden. Aber da kommt man natürlich im Bereich Asyl auch nicht einfacher zu. Meiden in Ungarn und Polen? Ich würde sagen, nee, Österreich sieht nicht aus. Ach so. Nein. Da meinte ich jetzt Österreich. Also das ist ja, das merkt man da ja. Ne? Also da gab es ja mit der FPÖ auch einen ganz größeren Rechtsruck und dann sozusagen versucht ja eigentlich irgendwie dieses Land irgendwie noch in der Mitte zu bleiben, aber trotzdem sozusagen gefestigte Strukturen zu etablieren. Also das finde ich, kann man ganz schön sich angucken, wie sie versuchen zu vermeiden, in so eine Lage zu kommen wie Ungarn. Das ist ja nicht weit weg von dort. Aber da ist doch Österreich eine echte Warnung, wenn Konservative sich mit den Rechten ins Bett legen, um es mal ganz brutal zu sagen, das darf eben auf gar keinen Fall sein. Also das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber Teile der Union denken ja immer mal darüber nach. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich eine gewisse Stärke, um das auch mal abzuwehren. Das darf natürlich gar nicht passieren. Unbenommen. Allerdings haben wir da eine sehr, sehr, sehr klare Haltung und sehr klare Beschlusslagen innerhalb unserer Partei auf Bundes- und wie auf den Länderebenen. Das geht übrigens in die linke Richtung ganz genauso. Die fehlt uns an anderer Stelle ja manchmal. Ich glaube, da haben wir jetzt gerade mal den ersten Bissen. Das ist nicht vergleichbar. Gut, ich würde an der Stelle vielleicht noch einmal ganz kurz auf die Frage davor zurückkommen. Frau Hoppermann, wenn ich das gerade bei Ihnen richtig rausgehört habe und auf das zurückkomme, was Frau Özos gerade gesagt hat, was wäre dann Ihre Empfehlung
eher auch auf ruhige Zeiten warten oder jetzt mutig vorangehen und so etwas wie eine Allianz der Willigen versuchen? Wenn ich das mal so, wie soll man sagen, auf so einen Punkt zusammengequetscht fragen darf. Ich glaube, da bin ich bei einem sowohl als auch. Ja, also ich glaube, wir brauchen kurzfristig, gerade für die Frage der politischen Fluchtbewegung und der Verfolgten, tatsächlich eine Allianz der Willigen. So. Aber für eine grundsätzliche, also weil die grundsätzliche Lösung, die wird es, also ich glaube, das hat man ja jetzt tatsächlich versucht, über sehr lange Zeit in unterschiedlichen Konstellationen zu erreichen. Das ist wirklich an der Stelle jetzt sehr schwer. Also das muss man parallel alles immer weiter probieren. Aber da weiß ich nicht, ob das ausreicht, so lange darauf zu warten. Also wir haben es ja gemacht. Ne? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit mit einer Allianz der Willigen, das ist ja richtig, haben wir ja jetzt immer wieder agiert und haben das Schlimmste auch ja irgendwie damit abwehren können und auch schaffen können, den Menschen zu helfen und gerecht zu werden. Aber das ist wirklich kein Zukunftsmodell. Genau. Vielen Dank. Sind Sie einverstanden damit, dass wir das Thema an dieser Stelle beenden? Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend mit uns zu sprechen. Danke für die Einladung. Oh. Herzlichen Dank. Und noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute Abend gesprochen mit Franziska Hoppermann von der CDU und mit Aydan Özus von der SPD. Ich wünsche Ihnen beiden viel Erfolg bei der Wahl und noch einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank. Gleichfalls. Ihnen auch.